Die Wintermonate sind eine besondere Herausforderung für unser Immunsystem. Und die Erkältungsviren machen auch vor unseren Profisportlern nicht Halt. Wie wichtig eine gesunde Ernährung für die Leistung auf dem Platz und für unsere Abwehrkräfte ist und wie der spezifische Nährstoffbedarf eines Profifußballers gedeckt werden kann, erfahren wir von unserem Mannschaftsarzt Götz Welsch. Thema ist unglaublich wichtig, weil wir natürlich unsere ganze Energie oder den Großteil unserer Energie aus der Ernährung ziehen. Und gerade bei den Profisportlern, die dann noch eine höhere Belastung haben, die brauchen noch mehr Energie, die brauchen noch mehr Nährstoffe und müssen eben noch genauer letztendlich auf ihre Ernährung achten, auch gerade was Regeneration betrifft, was auch Performance betrifft. Also gibt es ganz viele Punkte, wo man sehr, sehr genau darauf achten muss, auf die Ernährung. Es gibt so ein sogenanntes Open Window, das ist so die erste Stunde nach Ende der Belastung, wo ich eben zum einen sehr, sehr aufnahmefähig sogar auch bin für Stoffe, also dass ich das, was ich quasi bei der Bewegung verbraucht habe, wieder zunehme, wo ich aber auf der anderen Seite auch empfindlich bin für Viren, für Erkältungsgeschichten. Und gerade in dieser ersten Stunde, in den ersten 90 Minuten nach Ende der Belastung muss man eben ganz, ganz sehr auf Regeneration achten und da gibt es verschiedene Tools, die wir auch anwenden. Bevor es aber ans Feintuning der Nährstoffe geht, muss eine gute Basis gelegt werden. Für unsere Spieler längst bekannt. Ja, ist auf jeden Fall ein Baustein, der auch beachtet werden sollte. Es ist schon wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt, dass man versucht, die richtigen Sachen zu essen. Es bringt ja nichts, wenn man sich sehr, sehr schlecht ernährt und der Körper einen dann ein Zeichen gibt, dass man sich halt nicht wohlfühlt. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck. Deswegen sollte man schon darauf achten, dass man sich selbst wohlfühlt in dem Körper und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also je nachdem, wie intensiv das Training war, ob wir ein- oder zweimal trainiert haben, ob vor oder nach dem Training noch eine Krafteinheit irgendwie eingebaut worden ist ins Training, unterscheidet sich dann schon doch, was ich esse. Sprich, ich gucke da schon, dass ich mir die notwendigen Nährstoffe, die entsprechend zum Training passen, da reinhaue und dass ich da gut versorgt bin. Der einzige Tag, wo ich ein bisschen anders esse, ist nach dem Spiel. Ansonsten versuche ich eigentlich über die Woche hinweg relativ gleich zu essen, damit ich mir da auch am Spieltag nicht irgendwie irgendwelche Experimente da mache und da irgendwas zu mir nehme, was mir nicht bekommt. Während der Trainingswoche wird unsere Mannschaft von den Köchinnen und Köchen im Nachwuchsleistungszentrum versorgt. Frühstück und Mittagessen wird angeboten. Für alle anderen Mahlzeiten sind Moritz und David dann wieder selbst verantwortlich. Ich koche nicht mehr so regelmäßig, wie als ich noch allein gewohnt habe. Mittlerweile macht da doch die Freundin mehr. Aber hier, so ähnlich sieht es bei uns, was die Sachen, die auf den Tisch kommen, auch aus. Also viel, viel grün, viel gesund, dass wir zusehen, dass wir uns da ordentlich ernähren. Das ist schon der Fall. Grundsätzlich bin ich eigentlich schon eher der ein bisschen mehr kocht, weil die Freundin natürlich im Homeoffice dann auch ein bisschen arbeiten muss. Und dann bin ich eigentlich grundsätzlich der dann ja, die Mahlzeiten zubereitet, beziehungsweise sich auch um den Einkauf kümmert, dass auch alle passenden Sachen dann da sind. Ein gutes Stück Eigenverantwortung gehört also auch dazu. Ist die ausgewogene Ernährung als Basis gegeben, sind im Profisport zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel gang und gäbe. Gerade im Sport, ob das jetzt der ambitionierte Freizeitsportler ist, der vielleicht sehr viel laufen geht, oder ob das unsere Jungs hier sind, ich bin schon der Meinung, die Basis muss natürlich immer eine gesunde und ausgewogene Ernährung sein, das ist klar. Aber am Ende kann man teilweise, gibt ja auch immer eine große Diskussion, wie gut ist unsere Nahrung überhaupt noch. Man kann auch nicht immer nur am Bauernhof einkaufen, wo das vielleicht mit Liebe und viel Zuneigung das Obst und das Gemüse irgendwie aufgezogen worden ist. Also man bekommt aus meiner Sicht nicht alles aus der Ernährung, gerade wenn man einen sehr, sehr hohen Verbrauch hat, wie ein Leistungssportler. Und da sind eben Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr wichtig. Also das gehört aus meiner Sicht einfach dazu. Und das ist natürlich das, was von Ortomol perfekt bedient wird. Die sind da der Marktführer und haben auch die längste Erfahrung mit diesen Produkten und haben da eben ausgewogene Dinge, die wir natürlich dann unseren Jungs auch empfehlen und geben.
Speziell jetzt in der kalten Jahreszeit sollte man darauf achten, die richtigen Mikronährstoffe für das Immunsystem aufzunehmen. Dazu zählen unter anderem Vitamin C, Vitamin E, Zink, Selen, Kupfer und Mangan. Und die Basics müssen sowieso stimmen. Ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, frische Luft und Bewegung. Basics natürlich immer Nummer eins, aber dann gibt es natürlich auch da Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel jetzt Orthomol Immun. Das ist, glaube ich, auch so das bekannteste Produkt und das haben wir schon ehrlicherweise seit Jahren hier im Einsatz. Also nicht jetzt erst, aber jetzt natürlich noch intensiver. Und wir geben dann den Spielern, aber wie gesagt, schon seit längerer Zeit, wenn die dann kommen und so sagen, ah, irgendwie, ich merke ein bisschen, ich bin so ein bisschen unfit, friere ein bisschen. Oder also wenn so leiseste Symptome, sagen wir mal, ankommen, dann nehmen die das und es ist sicher dann ein unterstützender Faktor, der auch hilft, dass ich vielleicht die Erkrankung, das ist natürlich immer unser Wunsch, die Erkältung, den Virus, was es jetzt auch immer für ein Virus ist, eben nicht bekomme oder meinem Immunsystem helfe, damit möglichst gut umzugehen. Und welche Tricks haben unsere Spieler, um gut durch den Winter zu kommen? Ich trinke gerne und häufig mal einen Tee mit Honig. Vielleicht auch mal gerne ein paar Scheiben Ingwer reingeschnitten, ein bisschen Zitrone rein. Und das ist eigentlich das, was sich über die letzten Jahre bewährt hat. Tatsächlich erwischt es mich oder hat es mich in den letzten Jahren kaum erwischt, muss man echt sagen. Ja, ich versuche halt viel an der frischen Luft zu sein, weil ich glaube, dass das einem extrem helfen kann, dass man sich vielleicht ein bisschen an das Wetter draußen gewöhnt. Ich habe relativ selten bin ich eigentlich krank. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal ist schon ein paar Jahre, glaube ich, her. Also klar, so eine Erkältung kriegt man immer mal ab, aber ist jetzt nicht extrem schlimm gewesen. So kommen unsere Jungs erfolgreich und in jedem Fall gesund durch die kalten Wintermonate am Volkspark.